Das ist der zweite Teil vom Anbau von Ingwer und Kurkuma und heute geht es darum, die austreibenden Knolle in die Erde zu bringen. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte. Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen. Da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen, alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf, bei euch im Garten zu landen. Im ersten Teil, den ich euch oben verlinken werde, habe ich euch gezeigt, wie ich die Ingwer- und Kurkuma-Wurzeln austreiben lasse. Das war ungefähr Mitte November, wo ich sie einfach in so eine Schale reingestellt habe, ein bisschen Wasser rein, also nicht zu viel Wasser rein, dass die ganze Knolle dann im Wasser ist, weil dann kann es auch sein, dass die anfängt zu faulen. Deswegen ein bisschen Wasser und immer auch kontrollieren, dass da auch genug Wasser ist, damit die Knollen nicht austrocknen. Wenn die einmal ausgetrieben sind und dann trocknen sie aus, dann war es das. Also immer schauen, nicht zu viel Wasser, aber auch nicht zu wenig Wasser. So, und jetzt sind wir so Ende Dezember, sind wir jetzt so rum und jetzt haben die Knollen angefangen auszutreiben. Und ja, dann einfach in Erde reinstecken. Ich habe die jetzt da in freie Töpfe reingetan von Pflanzen, die mir jetzt gerade kaputt gegangen sind, zum Beispiel die Süßkartoffelstecklinge. Da habe ich jetzt einfach die Knollen mit reingetan und das ist jetzt eine etwas größere Knolle gewesen. Da habe ich auch einen größeren Pflanzkübel hier genommen oder Pflanztopf. Bei den etwas kleineren Sachen wie zum Beispiel Kurkuma habe ich dann ein bisschen kleinere Töpfe auch genommen, damit die halt erstmal gut Wurzeln bilden können. Je größer natürlich der Topf ist, desto besser können dann auch die Pflanzen ein besseres Wurzelwerk auch bilden. Und ich habe die jetzt so gemacht, manche Knollen habe ich auch etwas weiter in die Erde reingetan, manche habe ich jetzt einfach hier so bis zum Trieb mit reingesteckt. Ihr könnt sie auch vollkommen in die Ding reintun, in die Erde, aber da ist aber wieder die Wahrscheinlichkeit höher, wenn es alles zu feucht ist, dass dann auch die Wurzel anfängt zu formen. Und so habe ich das auch mal so ein bisschen besser unter Kontrolle. Ich werde jetzt täglich nach den Knollen schauen. Ich habe so einen größeren Sprüher, wo ich dann hier einfach schauen werde, dass ich die Erde etwas feucht halte, natürlich auch nicht zu feucht, damit die Knolle auch nicht schimmert, aber ein bisschen etwas feucht halte, damit sich auch die Wurzeln dann gut bilden können. Und für die Triebe, die sich dann ausbilden, werde ich dann auch später noch die zu den Pflanzlichtern stellen. Ein paar werde ich zum Experiment halber auch an die Südseite bei mir ins Wohnzimmer von meinen Eltern mit reinstellen. Da werden sie etwas mehr Licht und Sonne bekommen. Mal schauen, wie da sich die Austriebe dann entwickeln, ob sie dann richtig groß werden, also so eine Art Geilwuchs bekommen und wie sich dann die Knollen, also der Ingwer und der Kurkuma, die Austriebe auch beim Pflanzlicht verhalten werden, damit die auch nicht zu lang werden, sondern auch schönes, kompaktes Grün entwickeln und dadurch auch schöne, kompakte Wurzeln. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht, eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt im Dezember habt ihr noch genug Zeit, um euren eigenen Ingwer- und Kurkuma-Pflanzen zu machen, einfach euch Knollen besorgen. Ihr könnt sie ja jetzt auch noch mal versuchen austreiben zu lassen. Lohnt sich bestimmt und das dauert eh jetzt noch bis Anfang oder bis Mitte Mai, würde ich sagen, bis dann die Pflanzen dann in euer Gewächshaus oder ins Wohlentunnel oder auch in Töpfen bei euch reinkommen, weil die dann doch sehr kälteempfindlich sind. So viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen
Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren. Wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich weiß ganz genau, dass nicht alle von euch abonniert haben. Also von daher, das Abonnieren lohnt sich. Und natürlich freue ich mich auch über einen Kommentar. Auch wieder wegen dem YouTube-Algorithmus, damit meine Videos auch anderen Menschen vorgeschlagen werden. Und sonst freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien dieses Video empfiehlt, es auf Social Media Plattformen teilt, den Kanal auch empfiehlt, damit immer mehr Menschen auf mich aufmerksam werden. Und natürlich Unterstützungsmöglichkeiten, damit ich weiterhin für euch Videos produzieren kann, damit ich weiterhin dieses Projekt am Laufen halten kann, findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. auch im Kommentar, den ich euch anpinnen werde von mir. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.